Herzlich willkommen zu dem Programm Akupunktur, Shiatsu und alternative Medizin. Wir zeigen Ihnen nun den Programmabschnitt Naturheilkunde. Um mit dem Programm arbeiten zu können, müssen Sie zuerst im Alphabet und dann in der Krankheitsliste die zu behandelnde Krankheit aussuchen. Nehmen wir hier zum Beispiel Cholesterin. Hier bekommen Sie alle Informationen über Naturbehandlungsmöglichkeiten angezeigt. Wenn Sie nähere Informationen über die verwendeten Kräuter haben wollen, klicken Sie einfach auf den Kräuternamen. Nehmen wir ein anderes Beispiel: Fieber. Nehmen wir ein anderes Beispiel: Herzanfall. Wenn Sie nähere Informationen über die verwendeten Kräuter haben wollen, klicken Sie einfach auf den Kräuternamen. Und als Information die Erste Hilfe. Wenn Sie Informationen über die verwendeten Homöopathieprodukte haben wollen, markieren Sie eines dieser Medikamente und Sie bekommen nähere Informationen. Nehmen wir ein anderes Beispiel: Menstruationsbeschwerden. Klicken Sie auf die Auswahlliste Rezepte mit und Sie bekommen, falls vorhanden, mehrere Rezepte angezeigt. Suchen Sie sich ein Rezept aus und Sie bekommen die Herstellung des Heilmittels angezeigt. Die Krankheitsliste ist im Populärnamen sortiert. Sie können sie aber auch in Latein sortieren. Um diese Änderungen zu vollbringen, geben Sie zuerst Ihr Passwort ein. Klicken Sie auf den Button Einfügen und Ändern und suchen Sie in den Kategorien die Informationen, die Sie ändern möchten. Diese erscheinen immer mit grünem Hintergrund. Um neue Daten hinzuzufügen, geben Sie den Krankheitsnamen ein, populär oder Latein, und dann fügen Sie in die jeweilige Kategorie Ihre Behandlungsmethode dazu. Saven Sie Ihre Änderungen und damit wird die Information in der Datenbank automatisch gespeichert. Vielen Dank für Ihr Interesse.